Hallo und willkommen zurück, meine Freunde. Bloodborne, Boss, ich brauche nicht mehr viel sagen, oder? Scheiben und ich. Bin ich hier wirklich richtig? I don't think so. Jetzt hau ab mit deinem blöden Gelaber hier. Mann, ich hab doch für den jetzt hier. Mann, ich vergesse immer wieder, dass ich den nicht staggern kann. Weg da! Warum kann ich nicht ausweichen? Ich hasse diese Gegner so sehr. So, Mann, wo ist dieser Gegner? Schrei durch! Nikolas Schwert des Albtraums. Ich würde eigentlich eher vermuten, dass er, wenn dann weiter oben ist. Aber so sicher bin ich mir dann nicht. So, jetzt ran an die Buletten! Mann, ich weiche nicht seitlich aus, sondern rückwärts. Wie dumm bin ich eigentlich? Okay, jetzt ran hier. Okay. Was? Mond. Sehr toll. Ich liebe den Mond. Der Mond ist fantastisch. Nur hilft er mir jetzt hier gerade nicht. Ich bin ein wenig aufgeregt, nervös, ich fange langsam zu zittern an. Ich weiß nicht, ob man sich an seinem Gelaber daran orientieren muss, wie nah er jetzt ist. Das weiß ich nicht, ich vermute es. Wo ist er? Da oben ist er. Seht ihr ihn? Okay. Denkst du, das ist eine gute Idee, 1300 zu hüpfen? Ich glaube nicht, deswegen bleibe ich jetzt mal kurz hier. Ich muss ihn aber im Auge behalten. Ich würde gerne auf ihn draufspringen, aber ich vermute schwer, das funktioniert nicht. Hat er da irgendwo seine Leichen gebunkert? Okay. Oh, das ist gemein. Okay, ein Gegner, ich habe ihn gehört. So, okay. Was weg ist, ist weg. Er ist hier lang, ne? Hilfe, ich sehe doch nie was. Hallo, hallo, meine Freunde. Ich hoffe wirklich, er ist hier lang gelaufen. Ja, ich will das aufheben. Hör auf zu quatschen. Lass mich. Quecksilberkugeln. Hä? Wie ist denn der da hängen? Mist, verfluchtes. Okay. Ich muss vermutlich einen anderen Weg zu ihm finden. Er ist aber auch schon ein bisschen eine feige Sau, muss man sagen. Also, vermutlich ist es nicht so ein starker Gegner. Hm.
Er müsste auf der Seite da drüben sein. Oder hier unter mir quasi. Oh Gott, wie komme ich da hin? Da, ich sehe ihn. Da sieht man ihn. Aber wie komme ich da hin? Okay, Moment. Mist, man kann es leider nicht vernünftig einsehen. Also da ist ein Tor, von der Seite kommt man nicht ran. Er ist weg, hä? Wie? Habe ich jetzt Augenkrebs? Bin ich jetzt völlig Banane? Nee, da ist er noch. Aber man sieht leider keinen Pfad, der dahin führt. Na gut. Hallo, Geist. Willst du nicht aufstehen? Oh yeah. Hey. Gut. Vielleicht muss ich einen Hebel finden, um das Gatter zu öffnen. Oh, man sieht hier nichts, ey. Hallo. Oh. Das Item dann übersehen? Das ist natürlich eine Schande über mich. Ah, da geht's. Das ist ein Spiegel. Ja, ich will das nur aufheben. Hör auf zu labern. Eisentürschlüssel. Jetzt habe ich ihn, oder? Okay, jetzt muss ich zurück. Das ist ja ein sehr merkwürdiger Bosskampf, muss ich gestehen. Das ist, aber ey, cool, wenn man noch überrascht wird, das finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Okay. So, Eisentür, gehst du auf? Ich kann ja noch nicht mal was drücken hier. Muss ich irgendwo ein Schloss jetzt finden, oder wie? Hä? Hey, diese Spiegel sind hier so strange. Kann ich an den Spiegeln vielleicht was machen? No. Einstechen kann ich auch nicht. Hä? Ich bin jetzt gerade ein bisschen perplex, müsst ihr wissen. Ich. Eisentür. Ja. Oh. Ja. Oh, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Hey. Wir sind alle Freunde hier. Türschlüssel, Mann, ey. Das hilft mir jetzt so extrem viel. Da drüben ist eine Laterne. Ich gehe mit meiner Laterne. Hä, wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Gott. Ja. Blutsteinbrocken. Finde ich super. Ich liebe es. Großartig. Aber wo geht's lang? Wo muss ich hin? Wie komme ich zu dem Typen?
Alter, was geht ab? Ist es der Raum mit dem? Das ist der Raum mit ihm. Okay, jetzt geht's zum Grand Finale. Okay, kann ich nicht einfach mal so ein, aus purer Langeweile einfach nur so ein bisschen runterballern auf ihn? Ich krieg ihn nicht für die Flinte. Und von hier aus? Okay, er ist verschwunden? Nein, da steht er noch. Okay. Oh Gott! Okay, ich muss alle meine Kräfte mobilisieren und dann hinein hier! Gott, scheiße! Oh nein, ich bin fast im Eimer! Scheiße, ich sterbe, oder? Schnell, trinken. Trinken. Oh, blöde, feige Sau, du! Zum Glück macht er nicht zu. Nein! Oh. Okay, na komm, mach deine Super Attack. Oh, shit. Ich sehe nichts. Nein, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, das war nicht gut. Na komm schon. Noch eine. Shit. Oh. Nein. Okay, komm schon. Was trinken? Was trinken? Was trinken? Dieses Käfig. Leute ohne Flachs. Ich weiß nicht, ob mein Mikro das erfasst hat, aber mein Herz hat so heftig geklopft. Ich habe gedacht, das springt gleich raus, ey. Oh. Steht jetzt noch auf? Und er hat gesagt, ich wache auf. Also der Boss jetzt gerade, ich wache auf und werde alles vergessen. Wir sind ja hier in einem Traum. So viel habe ich schon mitgekriegt, aber heißt das, alles, was wir hier erleben, ist eigentlich... Na gut, okay, es würde erklären, warum man immer wieder sterben kann. In einem Traum ist man ja quasi auch untötbar. Hallo, kannst du aufstehen? Das ist so strange und darum liebe ich Bloodborne. So im Vergleich mit Demon und Dark Souls ist hier die Story irgendwie ganz merkwürdig. Okay, suchen wir einfach mal alles ab. Von hier sind wir gekommen, nicht wahr? Ja, genau, hier war
Was war das für ein Bosskampf? Wow, heiliges F. Aber war cool, auf jeden Fall. Puh. Ich glaube, ich muss mir dann erstmal ein paar Baldrian reinpfeifen. Oder ich nehme hier das typisch blattebornige Beruhigungsmittel. Mich würde echt wundern, wieso man hier beruhigt die Nerven. Raff ich irgendwie nicht so ganz. Warum braucht man hier in dem Spiel ein Anti-Beruhigungsmittel? Also ein Beruhigungsmittel. Für die Nerven. Haben wir irgendwie sowas? Ne, Moment, ich will meinen Status gucken. Bestientum. Vielleicht hängt das mit dem Bestientum zusammen. Desto höher das Bestientum, desto schwerer vielleicht die Gegner. Ich weiß es nicht. Und mit dem Beruhigungsmittel kann man es vielleicht runtersenken. Ich habe keine Ahnung. Dumm auf die Welt gekommen und nichts dazugelernt. Ah, da, hier, jetzt sind wir bei der Brücke. Und die fällt jetzt hoffentlich nicht einfach wieder runter. Da geht's auf jeden Fall noch weiter. Oh, ich glaube, wir haben richtig Seelen für den Typen gekriegt, oder? Ich meine, wir haben 108.000. Oh, dein blöder Zipfelhut hier. Kann ich doch gar nichts sehen. Hilfe! Ich hab den Hund nicht kommen sehen. Hilfe! Shit! Nein! Ich kann nicht angreifen! Oh Gott, Hilfe. Okay, ich muss schnell was schlucken, sonst war's das hier. Oh, den Hund habe ich jetzt gar nicht kommen sehen, ey. Heiliges F. Blutsteinbrocken. Oh. Oh, oh. Wenn ich mir diese Brücke so angucke, habe ich das Gefühl, als kriegen wir es nochmal mit dem schlagenden Herzen Janams zu tun. Da drüben, was sind da? Okay. Da, was habe ich gesagt? Was habe ich euch gesagt, Leute? Die nächste Abkürzung, die uns zur Abkürzung bringt, die uns wiederum zur Abkürzung bringt. Oder nein? Doch, eigentlich schon. Heiliges F. Okay. Haben wir die jetzt auch reingeschaltet? Wie episch gerade meine Blutecho-Anzeige ist. Ich habe leider nur zwei kleine Seelchen zu viel. Oh nein, da ist schon wieder so ein Wahnsinniger. Nein, nicht so wieder so ein Wahnsinnskopf. Ach nee, Leute. Ist doch jetzt nicht mehr lustig. Vor dem muss man sich wieder verstecken. Oder muss man sich wirklich vor den verstecken? Ich meine, ich habe es nur einmal probiert, da hinten kommen. Kamikaze, Freunde. Ich verstecke mich hier mal.
Ja, okay, sie kommen gar nicht so weit her. Ja, das finde ich gut. Ich habe fast keine Blutechos mehr. Was ist denn das jetzt? Hä? Hallo? Ja, natürlich. Das ist ja dann natürlich die nächste Abkürzung. Eine Abkürzung nach der anderen. Das riecht sehr schwer nach Endgame. Und es riecht auch sehr schwer nach Folgenende. Deswegen, oh, da oben steht einer mit Feuer. Das wirft er doch dann gleich auf uns. Das ist nicht so gut. Deswegen eine schnelle Verabschiedung. Ich sage danke fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin nichts anderes zu sagen ist. Tschüss! Euer Monkey. Kommen die jetzt runter? Ja, da sind die Kunibärze.